Ich bin in dem Haus. Im Haus hatte ich ein eigenes Zimmer. Einmal komme ich zu so einem Zimmer. Die Wände waren so irgendwie so ganz gut grün bestrichen. Also es war wirklich ein sehr markantes Zimmer. Neon hell erleuchtet. Und ich lag eben in diesem Zimmer. Ich zünde eigentlich das ganze Haus. Wir sind nicht in einem Haus. Es gab auch überhaupt keine Tür in dem Haus. Da gab es aber so eine Grenze. Hinter dieser Grenze waren ganz viele Skorpione. Und dann sehe ich meinen Bruder, wie er auf einer Wiese ist und mit lauter Skorpionen spielt. Dann haben sie Skorpione nach mir geschnappt. Und dann höre ich noch so eine Stimme, wie von Herrn, die so sagt: Leider wusste die junge Alice nicht, dass ein unglaublicher Schrecken seit Jahrtausenden darauf wartet, freigelassen zu werden hier in dieser Bank. Ich weiß, aber die Landschaft müsste jetzt hier eigentlich auch wunderschön sein. Wir wissen eigentlich, dass es hier eine wunderschöne Landschaft sein müsste. Eine total surreale Landschaft, die so wunderschön war. Aber es ist eigentlich alles gar nicht so schön. Atemberaubend. Ich stehe im Wald. Und es ist dunkel. Und Alice war übrigens auch da. So ein Spiegel gewesen und vor dem Spiegel stand irgendwie so ein, ich würde sagen, Mädchen. So, vielleicht so 13, mit so blonden Haaren. Das ist schon ganz klassisch in diesem karierten Kleid mit der Schleife hinten da. Alice im Wunderland. Das war in der Schule. Wir waren in der Schule. Im Pausenhof. Da war ein Mörder. Dann habe ich das verfolgt. Er hat mich immer verfolgt. Wir mussten die ganze Zeit rennen und rennen und rennen. Ich hatte ein Messer dabei. Der Mörder, der mich erstechen wollte mit einem Messer. Und die hat mich dann quasi erdolcht. Eine Teegesellschaft. Ich möchte fast meinen, das war der Vorgarten von Versailles. Da aus diesem Schloss kam ein Mann mit einer Schrotflinte raus. Da war dann so ein Kerl, ich kann mich nicht erinnern, wie der ausgesehen hat. Ich weiß es immer, wie der aussieht. Und der hat eine Waffe gehabt. Und da war jeder große Schurke der Batman-Serie. Der Joker, der Riddler, die Vogelscheuche, der Pinguin, Two-Face, sie waren alle da. Und wir waren nur sicher, wenn wir uns so eine Art Schutz aufgebaut haben, wo wir hochklettern mussten. Eben hochgeklettert, weil ich Angst hatte. Und dann habe ich schon von ganz weit hinten über eine riesige Welle auf mich zukommen gesehen. Wie in einem Film hat es ausgeschaut. Da steht irgendwie